Die Aufgabe der Regierung, die eine Klimastrategie beschlossen hat, da hat es zu Beginn massive Kritik gegeben, auch von Ihnen, dass das alles zu lasch, nur Überschriften seien. Jetzt wurde nachgeschärft, sagt die Regierung, und diese Ministerrat beschlossen. Sind Sie jetzt zufriedener? Es ist etwas dazugekommen, was ich für ganz wichtig halte. Es sind die Verantwortlichkeiten dazugekommen und es sind Zeiträume dazugekommen. Trotzdem es ist hier noch sehr viel offen. Also es ist kein wirklicher Plan, was geschieht wann und wie viel bringt's. Aber ich sehe meine Rolle eigentlich weniger darin, die Regierung zu kritisieren, sondern Hilfe anzubieten. Dass die Wissenschaft hilft, die Ziele zu erreichen, die die Regierung sich vorgenommen hat. Sie reichen nicht, aber wenigstens die könnten wir dann umsetzen. Die könnten wir umsetzen, sagen Sie, sind sich aber alle Ihre Kollegen einig, das wird nur mit Verzicht gehen. Beziehungsweise, wenn man die Menschen dazu bringt, höhere Energiesteuern zu zahlen, beziehungsweise umweltschädliche Förderungen zurückzufahren. Das sind alles unpopuläre Maßnahmen. Kurzum, eine ökosoziale Steuerreform, würde es ohne die nicht gehen? Ich glaube, wir brauchen unbedingt eine ökosoziale Steuerreform. Da sind sich alle einig. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig Verzicht heißt. Sondern? Natürlich ist eine Steuerreform nicht für jeden positiv. Aber ich glaube, für den Großteil der Menschen muss sie überhaupt nicht mit Verzicht einhergehen. Aber weil eine Steuerreform, man kann ja etwas besteuern und den Menschen, die zum Beispiel mehr zahlen für fossile Energien, auch wieder was zurückgeben. Man kann ja dieses Geld, das der Staat einnimmt, wieder verteilen. Und zwar so, dass diejenigen, die es brauchen, es auch bekommen. Und diese Umverteilung wäre sozusagen eine Nullbilanz für die Regierung, aber keine Belastung für die Bevölkerung. Aber was damit einhergeht, wenn wir jetzt nur an das Autofahren, den Verkehr denken, ist, die Menschen müssten sich dennoch umgewöhnen, wenn auch nicht verzichten. Umgewöhnen, selbstverständlich. Wir müssen Gewohnheiten ändern, sonst ändert sich nichts. Wenn wir bei allen Gewohnheiten bleiben, ändert sich nichts. Aber Gewohnheiten ändern, das ist zwar am Anfang schwierig, aber wenn man es einmal ausprobiert hat, dann zeigt sich vielleicht, dass es anders sogar viel angenehmer ist. Also ich bin von Auto auf öffentliche, jetzt auf Fahrrad umgestiegen. Ich möchte nicht mehr zurück. Es ist einfach so viel schöner. Und mehr Lebensqualität nehme ich an, Sie genau. Stehen nicht im Stau. Frau Kromgabe, jetzt würde ich gerne fragen, Sie haben in Ihren Forschungen immer dargelegt, schon vor Jahren, dass sich Österreich dadurch verändert. Das ist jetzt evident, das sagt auch eine Studie im Auftrag der Regierung. Und wir haben es gerade gesehen. Interessant ist aber, dass Sie sagen, das kann auch eine Chance sein für Österreich. Inwiefern? Ich glaube, dass jede Veränderung auch Chancen birgt. Es gibt so vieles, wo wir sagen, das wäre anders besser. Und wenn man schon ändern muss, dann kann man ja gleich so ändern, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist wirklich eine Chance für Österreich, auch für Österreichs Wirtschaft, dass durch die dekarbonisierte oder die ohne fossilen Energien, die Gesellschaft ohne fossilen Energien, einfach andere Wege findet, erneuerbare Energie, die selbstverständlich genauso Rendite bringt. Aber auch weniger Energie, Energieeffizienz mit weniger Auskommen. Es ist nicht wahr, dass wir alle mehrere Fernsehschirme und so weiter, wir können eh nur auf einen schauen. Das heißt, man kann Lebensqualität gewinnen mit weniger Sachen. Okay, also noch ein wenig Verzicht, dann sage ich danke. Das ist dann kein Verzicht mehr, das ist eigentlich ein Gewinn an Lebensqualität. Okay, zwei Fernseher statt einen ist dennoch ein bisschen ein Verzicht, Frau Kromgabe, dann sage ich danke für Ihren Besuch im Studio.